Ich rufe Tagesordnungspunkt 48 auf. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016, Drucksache 19/3596 zu 19/3592 zu 19/3373. Berichterstatter ist der Abg. Bauer. Bitte schön, Herr Kollege, ich bitte Sie um die Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in dritter Lesung in der Fassung der Beschlussempfehlung Drucksache 19/3592 anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als Erster hat sich Kollege Heinz von der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute wird dann in dritter Lesung und endgültig die Rechtsgrundlage geschaffen für eine lineare Erhöhung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten zum 1. Juli 2016. Und darüber hinaus, über diese lineare Erhöhung der Bezüge, wird auch noch eine Sockelanhebung mit aufgenommen. Die Zeit läuft nicht. Das Mikrofon an? Ja, okay, danke. Nochmal an, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sagte es eingangs, wir schaffen heute in dritter Lesung und endgültig die Rechtsgrundlage für eine lineare Steigerung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten in Hessen zum 1. Juli rückwirkend diesen Jahres. Und darüber hinaus hat die Koalition sich noch dazu entschlossen, mit einem Sockelbetrag von 420 € im Jahr die Beamtinnen und Beamten ganz besonders zu bedenken, die in den unteren Besoldungsgruppen eingestuft sind. Es ist kein einfacher Prozess gewesen. Es war ein schwieriger Abwägungsprozess. Es gibt rechtliche Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das explizit Kriterien und Vorgaben aufgestellt hat, die in diesen Gesetzentwurf eingeflossen worden sind. Zum anderen wurde natürlich beachtet das Alimentationsprinzip, aber auch die Haushaltslage des Landes. Alles in allem ist es, glaube ich, ein sehr guter Gesetzentwurf, den wir heute auch zur Gesetzeskraft erheben sollten. Und wir sind uns sicher, Hessen erfüllt mit diesem Besoldungsänderungsgesetz beide Voraussetzungen, nämlich einmal die Einhaltung der Schuldenbremse in Hessen und zum anderen natürlich auch das Alimentationsprinzip. Beamte und Beamtinnen sind eine Beschäftigtengruppe ganz besonderer Art, die kaum ihresgleichen haben. In ganz wenigen Ländern auf der Welt gibt es überhaupt diesen Status in der Form, wie wir ihn in Deutschland kennen. Und auch in Deutschland stechen sie hinaus. Das heißt zum Beispiel, danke für das Stichwort, Herr Rudolph, das heißt, dass sie besondere Rechte, aber auch besondere Pflichten in diesem Land haben. Und zu diesen besonderen Rechten, ich weiß auch nicht, ob das jedem der Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel auch so geläufig ist und jedem der Öffentlichkeit so geläufig ist, dass man neben einem Grundgehalt, was Sie in den Tabellen nachlesen können, eine monatliche weitere Zulage von 5% dieses Grundgehalts automatisch dazu bekommen. Das lassen Sie bei Ihren Besoldungsvergleichen immer ganz gern unter den Tisch fallen. Diese 5% unterschlagen Sie immer schon mal ganz gern. Beamtinnen und Beamte erhalten darüber hinaus weitere Leistungen, die niemand, sonst kein Beschäftigter in Deutschland erhält. Ich halte Ihnen einmal die Seite hoch mit dem beispielsweise mit den Familienzuschlägen, die bei den hessischen Regeln ganz besonders herausstechen. Allein wenn Sie verheiratet sind, bekommen Sie zusätzlich im Monat 125,16 € künftig. Wenn Sie verheiratet sind und ein Kind haben, bekommen Sie insgesamt 232,21 € als Zuschlag, bei zwei Kindern 339 €. Wenn Sie Familie sind mit drei Kindern, beachtliche 672,80 €. Also, es lohnt sich. Und der eine oder andere Kollege, der jetzt vier Kinder hat, rechnet gerade schon durch, ob es für ihn klüger gewesen wäre, ob er nicht lieber Beamter hätte werden sollen. Nein, aber Spaß beiseite. Ganz im Ernst, Spaß beiseite. Das Alimentationsprinzip kennt Vergütungsmerkmale, die sonst niemand in Deutschland hat. Aber es gibt natürlich auch Pflichten, insbesondere dadurch, die sich dadurch ausdrücken, dass die über die Besoldung per Gesetz entschieden wird und eben nicht über Tarifverhandlungen. Das heißt, Vergleiche zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten sind immer nur bedingt sachdienlich und auch angemessen.
Ich möchte aber noch, wir haben ja heute verkürzte Redezeiten, noch zwei, drei Sätze verlieren zu den selbsternannten Anwälten der Beamte, die hier im Raum sind. Die drei Oppositionsfraktionen gerieren sich ja immer als die großen Vertreter und Anwälte der Beamtinnen und Beamten in Hessen. Da haben wir zum einen DIE LINKE, die größte Vorkämpfer, die immer die größten Steigerungen versprechen, aber bei der Gelegenheit und gerne unter den Tisch fallen lassen, dass DIE LINKE sich an anderer Stelle für ein einheitliches Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst einsetzt. Was heißt einheitliches Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst? Ja, klatschen Sie ruhig, dann sage ich Ihnen auch, was das heißt. Das heißt, einheitliches Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, sollten Sie den Beamtinnen und Beamten auch sagen, was das heißt. Das heißt Rentenversicherungspflicht, Arbeitslosenversicherungspflicht, Pflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn Sie das alles einrechnen, dann haben Sie ganz schnell ein gutes Drittel weniger netto auf dem Konto. Sagen Sie das, wenn Sie darüber sprechen, auch bitte dazu. Bei den Sozialdemokraten ist man ja auch immer der Vorkämpfer für die Beamtinnen und Beamten, zumindest solange man nicht irgendwo regiert. Dann sieht das immer komischerweise anders aus. Auch da ist ganz deutlich herauszustellen, dass Ihre Bürgerversicherung, nennen Sie es ja vornehm, aber wir nennen es Zwangseinheitsversicherung, dazu führt, dass, in die Sie ja Beamte einbeziehen wollen, dass diese netto deutlich weniger in der Tasche hätten. Das lassen Sie auch immer gerne unter den Tisch fallen. Ja, und die Kollegen der FDP sind ja seit Neuestem auch die Anwälte der Beamten. In dem Polizeireport der GdP konnte ich nachlesen, dass die Kanzlei Greilich und Kollegen in Gießen seit Neuestem auch die GdP vertritt und rechtlich berät. Hatte bisher immer gedacht, wenn man sich als Anwalt der Beamten versteht, als Politiker, dann macht man das in dem Parlament und nicht nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Auch dort ist es so, dass die rechtliche Bewertung der. Es ist leichter, wenn nur einer spricht und der, der am Pult ist. Auch dort halte ich das Herr für. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, das versuche ich gerade. Wenn Sie aufhören, dazwischen zu rufen, tue ich das auch sehr gerne. Die selbsternannten Anwälte hier im Parlament, deren Argumentation ist vordergründig und durchsichtig. Ich glaube, wir haben mit dem Gesetzentwurf, der heute jetzt in dritter Lesung zur Abstimmung, zur Beschlussfassung kommt, einen ausgewogenen Kompromiss gefunden im Interesse der Beamtinnen und Beamten, des Alimentationsprinzips auf der einen Seite, aber auch aller hessischen Bürgerinnen und Bürger und der Einhaltung der Schuldenbremse andererseits. Deshalb werden wir heute in dritter Lesung hier zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Kollege Heinz, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Heinz, ich bin ja so manches gewohnt, von Ihnen eigentlich nur Gutes. Wenn ich gehört habe, was Sie zur Fraktion der LINKEN gesagt haben, zu deren Vorstellungen, dann kann ich das nur bestätigen. Das ist vollkommen richtig. Ein bisschen daneben war das, was Sie zu mir gesagt haben. Ich will das nur am Rande erwähnen. In der Tat vertritt ein Kollege meiner Kanzlei auch eine Gewerkschaft, die in dieser Auseinandersetzung eine Rolle spielt. Das tut er allerdings nicht seit Neuestem, sondern schon seit vielen Jahren. Und damit soll es dann auch gewesen sein. Ich glaube, wir hatten einmal vereinbart, dass wir über solche Dinge hier im Parlament nicht debattieren. In der Sache war Ihr Vortrag enttäuschend, Herr Kollege Heinz, diesmal. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe auch nicht die Hoffnung gehabt, dass jetzt auf einmal die Anhörung doch noch wirkt, dass vielleicht die Debatte, die wir vorgestern geführt haben, wirkt, oder auch die ausführliche Beratung, die wir im Innenausschuss dann an dem Abend noch zu dem Thema hatten. Deswegen will ich es Ihnen und mir ersparen, meine Argumente zu wiederholen. Das bewegt offensichtlich nichts in dieser Koalition, die beschlossen hat, dass ihre ursprünglich gefassten Auffassungen auch die zutreffenden sind. Ich will es versuchen, noch einen letzten Appell an Sie zu richten mit den Worten anderer. Sie hatten schon angesprochen das Thema Alimentationsprinzip. Wir haben hier schon debattiert über die Probleme, die genau im Bereich Alimentationsprinzip, aber auch in anderen Bereichen hier bestehen. Ich nenne das Stichwort Abstandsgebot. Deswegen mein Zitat zu diesem Thema, das bringt es genau auf den Punkt.
und das soll es auch gewesen sein. Herr Prof. Battis hat in der Anhörung seinerseits zitiert, und das will ich hier wiedergeben aus dem Protokoll des Ausschusses. Er hat nämlich zitiert den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der gesagt hat, das Alimentationsprinzip war immer ein zahnloser Tiger. Und jetzt, durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist damit gemeint, hat das Alimentationsprinzip richtig Zähne bekommen. Es kann jetzt zubeißen, und zwar wie? Indem die Beamten gegen ihre ungerechte Besoldung klagen. Das zeichnet sich ja auch ab. Herr Kollege Heinz, Sie haben es in einem etwas unguten Zusammenhang hier in die Debatte eingebracht. Aber Sie haben recht, die Beamten werden klagen. Sie klagen zu Recht, weil sie nämlich sich mit ihrer Vorgehensweise über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinwegsetzen, und das ist richtigerweise nicht hinnehmbar. Ich will ein zweites Zitat hier in die Debatte noch einmal einbringen, weil Sie das offensichtlich auch nicht in der notwendigen Umfang zur Kenntnis genommen haben und wahrgenommen haben, jedenfalls nicht umgesetzt haben. Ich habe es vorgestern schon gesagt, es ist ein einmaliger Vorgang, dass in einer solchen Debatte die öffentliche Arbeitgeberseite in Hessen in der Mitte auseinandergerissen ist, dass das Land Hessen etwas macht, was von allen kommunalen Spitzenverbänden abgelehnt wird. Das hat Frau Dr. Baum für den Hessischen Städtetag wunderbar in einem kurzen Absatz des Protokolls nachzulesen zusammengefasst. Auch diese Worte mache ich mir zu eigen und trage das hier kurz vor. Auch wir für die hessischen Städte erachten eine Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Höhe von 1% als zu niedrig. Wir können bei uns in den Mitgliedstädten in den letzten Jahren neue Entwicklungen erkennen. Zum einen wird es für unsere Mitgliedstädte immer schwieriger, qualifizierte Beamtinnen und Beamte zu gewinnen. Das gilt schon seit Längerem für die Bereiche Feuerwehr und in den Gesundheitsämtern für die Berufe Ärztin und Arzt. Aber wir können auch erkennen, dass sich das jetzt in die Breite streut. Zum anderen ist es immer schwieriger, qualifizierte Beamtinnen und Beamte zu halten. Viele wandern ab in andere Bundesländer, zu Bundesbehörden. Unsere Kommunen verlieren damit qualifiziertes Personal. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist beim Landesdienst nicht anders. Ich kann deswegen nur ein letztes Mal, wahrscheinlich wieder vergeblich, an Sie appellieren. Kommen Sie zurück auf den Pfad der Vernunft, der politischen Tugend. Machen Sie nicht diese Rasenmähermethoden, sondern bieten Sie differenzierte Lösungen, wie Sie z.B. die kommunalen Arbeitgeber verlangt haben. Das heißt nicht, dass man alles eins zu eins übernehmen muss. Aber das, was Sie hier machen, mit 1% abspeisen, das ist nicht vertretbar. Meines Erachtens ist es verfassungswidrig. Ich fände es bedauerlich, wenn das Land Hessen wieder einmal ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht verliert, was ja leider häufiger passiert, wenn die Union ohne die Liberalen regiert. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir erleben heute den letzten Akt, dritter Akt praktisch im schwarz-grünen Besoldungsdiktat. Und wenn man den Vorrednern, den Abgeordneten Heinz, gehört hat, kann man auch nachvollziehen, dass sich wahrscheinlich heute nichts verändern wird. Selten so viel Ignoranz erlebt bei einem Thema, wie Sie mit Beschäftigten umgehen. Und mögen Sie das als ehemaliger Ministerialbeamter im Innenministerium nicht nachvollziehen können. Aber die Masse, die große Anzahl hessischer Beamtinnen und Beamten ist eben mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nicht einverstanden. Das nicht seit Tagen, sondern seit Wochen und Monaten. Und das haben wir eindrucksvoll bei der Anhörung im Hessischen Landtag erlebt. Was war Ihre Antwort? Was war Ihre Antwort? So ein bisschen rumdoktoren. Und jetzt bewegt sich die Besoldungsanpassung immer unter der Voraussetzung, dass wir im Jahr 2015 eine Nullrunde hatten. Die Besoldungsanpassung bewegt sich im Rahmen zwischen 1,02 und 1,78%. Und, meine Damen und Herren, weil das vorhin dazwischengerufen wurde, wissen Sie, Herr Kollege Heinz, ein bisschen kennen wir uns im Besoldungsrecht auch aus. Sie haben das Urlaubsgeld, Sie als CDU haben das Urlaubsgeld in Hessen abgeschafft. Früher die Weihnachtszuwendung, ist heute als Sonderzahlung umgerechnet auf die Monate 5%. Früher war das mal 100%, jetzt sind wir bei 60%. Nur mal so ein bisschen Nachhilfe, weil Sie offensichtlich da die ein oder andere Gedächtnislücke haben. Und deswegen bleibt es natürlich richtig, der öffentliche Dienst in Hessen ist bei Weitem nicht mehr so attraktiv, wie es sein müsste. Das Thema Nachwuchsgewinnung ist eines, was uns gemeinsam Sorgen machen wird. Meine Damen und
Herren, ja, Herr Kollege Bellino, das ist ja das Problem. Selten so eine Anhörung erlebt, bis auf den selbsternannten Bund der Steuerzahler, aber das ignorieren Sie. Jetzt kann man sagen, das, was Oppositionsparteien, was Berufsverbände, Gewerkschaften sagen, interessiert uns alles nicht. Aber nehmen Sie einfach einmal das zur Kenntnis, Frau Präsidentin. Das haben uns die Gewerkschaften allen Fraktionen überreicht. Nullrunde in 2015, wertschätzen und Wort halten. Das sind Stellungnahmen per E-Mail an den Hauptpersonalrat der Polizei, die knapp 20.000 Beschäftigte vertreten. Wenn sich die einmal im Einzelnen durchlesen, ich weiß, Sie machen das nicht, weil Sie könnten ja dann Dinge zur Kenntnis nehmen, die nicht in Ihr ideologisches Weltbild passen. Da steht drin, wir fühlen uns verhöhnt, wir fühlen uns nicht ernst genommen, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt, und zwar unisono. Und Sie stellen sich dann hier hin und wollen das noch als Wohltat verkaufen. Und deswegen, meine Damen und Herren, nicht Postkarten kriegen Sie auch, werden Sie wahrscheinlich auch nicht zur Kenntnis nehmen. Wir geben 100%, wir bekommen 1%, 1,02, maximal 1,78. Der Bundesinnenminister hat gestern einen Kabinettsentwurf vorgelegt, wo die Bundesbeamten ab dem nächsten Jahr rückwirkend ab 1. März 2016 2,2% bekommen und ab 1. Februar 2017 noch einmal 2,35%. Jetzt haben Sie die rechtlichen Parameter und immer toll versichert, das sei alles rechtmäßig. Ja, das ist der Unterschied zu einer Bananenrepublik. Wir gehen zunächst einmal auch davon aus, dass Gesetzentwürfe, die die Landesregierung vorbereitet hat, ist ja unstrittigerweise, Amtshilfe ist ihnen ja gegeben, rechtmäßig sind. Das finde ich ist nichts besonders Erwähnenswertes. Ich finde, das ist eher pure Realität und normaler mitteleuropäischer Standard. Und, meine Damen und Herren, das, was rechtmäßig sein muss, muss deswegen ja trotzdem auch in Einklang mit politischen Entscheidungen sind und klugen Entscheidungen. Und da erleben wir ja, dass Sie das aussitzen wollen. Gerade die CDU, jetzt weiß ich nicht, ich unterstelle einmal, dass der ein oder andere Kollege der CDU auch einmal in eine Polizeistation geht, einmal in ein Finanzamt geht und sich einmal von den Kolleginnen und Kollegen schildern lässt, auch insbesondere bei Beamten, die im Schichtdienst sind, was das heißt. Die Nullrunde in 2015, jetzt diese mickrigen etwas 1%, und die Jahre davor war es ja auch nicht 1:1 Tarifergebnis übertragen. Und deswegen, was sagen Sie denn, Herr Heinz, einem Polizeibeamten bei Ihnen im Main-Taunus-Kreis, der von einer Mieterhöhung betroffen ist? Sie wissen das wahrscheinlich noch besser als ich, und die Kollegin Faeser weiß das bestimmt genauso. Wenn eine Mieterhöhung ansteht und Sie bekommen jetzt 35 € mehr im Monat, wir ziehen mal nicht virtuell, sondern Cash auf die Hand, die 18,90 € für die Beihilfe ab, dann bleiben dem 16,10 € brutto übrig. Das deckt jedenfalls keine 20-25% Mieterhöhung. Und da nützt Ihnen die geheuchelte Wertschätzung von Ihnen rein gar nichts. Was sagen Sie denn dem? Was sagt denn der Herr Bauer dem Polizeibeamten in Heppenheim, in Bensheim, wenn es darum geht, Wertschätzung drückt sich auch materiell aus? Dann nützt Ihnen dieser Ansatz, Ihre Arbeit ist toll, wir finden es prima, dass Sie sich für den Rechtsstaat einschätzen, sondern natürlich brauchen Sie auch eine materielle Grundlage. Und wie gesagt, Sie konnten bisher nicht glaubhaft darlegen, 260 Millionen € gehen in die Rücklage. Dann haben Sie also auch Geld für Besoldungserhöhungen angemessen zu machen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, Ihr Abstimmungsverhalten auch im Wahlkreis zu erläutern. Deswegen beantragen wir für unsere Fraktion namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wir werden ihn jedenfalls ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war wieder ein Parfumsritt durch die Beamtenbesoldung. Das kann man so machen. Ob das solide Finanzpolitik ist, ob das eine solide Politik ist, wage ich zu bezweifeln, meine Damen und Herren. Natürlich ist es für uns als Koalition eine schwere Entscheidung gewesen, das, was wir in der Koalitionsvereinbarung hinterlegt haben, mit der 1%-Regelung das zu tun. Aber wir tun das auf der Grundlage einer sehr schwierigen und angespannten Finanzsituation und Haushaltspolitik. Und wenn der Kollege Rudolph sich hier vorne hinstellt und wie eben erzählt, was der Bundesinnenminister jetzt als Gesetzentwurf in die Bundesregierung einbringt, welche Erhöhungen es bei der Besoldung der Beamtinnen und Beamten im Bund geben wird, dann verschweigt er eins. Der Bund hat einen ausgeglichenen Haushalt. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich in diesem Jahr
in der Haushaltsplanung noch 650 Millionen € Schulden mache oder ob ich eine schwarze Null im Bundeshaushalt habe. Von daher sind die Rahmenbedingungen deutlich anders. Wir versuchen, dahingehend zu arbeiten, dass wir die Schuldenbremse erfüllen, dass wir ausgeglichene Haushalte haben. Und wer ausgeglichene Haushalte hat, kann auch in Zukunft Beamtinnen und Beamten bessere Steigerungen zusichern. Das sieht man an Bayern und das sieht man am Bund, meine Damen und Herren. Das ist der Weg, den sich diese Koalition vorgenommen hat, meine Damen und Herren. Und wir haben Verständnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich wünschen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhere Lohnzuwächse. Das kann und will ich gar nicht bestreiten. Aber ich habe das vorgestern schon einmal in der Debatte gesagt, der Hessische Landtag hat Abwägungsprozesse zu treffen, und zwar zwischen den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist gerechtfertigt, und den Interessen der Finanzen des Landes, auch der nächsten Generation und der Verfassung. Wir haben in der Verfassung die Schuldenbremse verankert, und wir müssen bis 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Und bei 40% Personalkostenanteil, den wir in einem Landeshaushalt haben, kann man über diesen Bereich nicht einfach hinweggehen, es sei denn, man macht es so wie die Kollegen von der LINKEN, nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, hier einen Antrag vorzulegen, der 500 Millionen € kostet, ohne auch nur einen Ton darüber zu sagen, wie man das finanzieren will, meine Damen und Herren. Die Besoldungssituation in Hessen ist gut. Hessen bewegt sich im Vergleich zu den anderen Bundesländern eher im oberen Drittel bei den Besoldungsvergleichen. Wir haben einen Bereich, in dem wir nicht gut sind, in dem es Nachbesserungsbedarfe gibt. Das haben wir auch festgestellt. Da ändern wir auch etwas. Das ist der Bereich der unteren Lohngruppen. Da sagen wir, wir geben 420 € im Jahr für diejenigen, die in diesen Besoldungsgruppen arbeiten. Das sind ausgerechnet diejenigen, die auf der linken Seite dieses Hauses sitzen, eine differenzierte Besoldungserhöhung ablehnen, gerade für die unteren Besoldungsgruppen. Das verwundert mich schon, meine Damen und Herren. Das verwundert mich schon. Und sich dann hier vorne hinzustellen und zu sagen, wir haben Probleme mit der Nachwuchsgewinnung, und mal einfach wegzuwischen, dass wir mit dem Änderungsantrag, den wir Ihnen vorlegen, gerade bei den Anwärtern einen richtig guten Vorschlag machen, nämlich pauschal 50 € im Monat, heißt 600 € im Jahr, ist eine Steigerung von 4,2% bei den Anwärterbezügen. Dass ausgerechnet die linke Seite dieses Hauses dieses ablehnt, das ist schon einigermaßen verwunderlich, meine Damen und Herren. Und ich will noch einmal erwähnen, dass es in vielen Bereichen auch Probleme gibt und Diskussionen um die Personalkosten. Das ist keine Erfindung der Hessischen Landesregierung. Wenn Sie sich einmal angucken, ich habe das zitiert, die Frage der Besoldungserhöhung bei Verdi. Das machen die doch nicht aus Spaß, sondern weil sie festgestellt haben, dass die Einnahmesituation und die Ausgabensituation auseinandergehen und dass man schaut, wie man Personalkosten senken kann. Verdi, die von uns verlangen, dass wir den Tarifabschluss übernehmen, machen für ihre Mitarbeiter einen Abschluss bei 1%. Höre und staune, 1%, meine Damen und Herren. Und im letzten Jahr stand in der Frankfurter Rundschau vom 10.07.2015 unter der Überschrift SPD bestreikt sich selbst. Das Zitat, wer alles gibt, muss alles bekommen, da steht dann, immerhin hat der Arbeitgeber nun angeboten, nach 7 Jahren ohne Tariferhöhung soll es 3,1% mehr geben. Der Haken, gleichzeitig soll die Arbeitszeit von 35 auf 37,5 Stunden steigen. Zitat zu Ende. Das zeigt doch, dass auch Sie Probleme haben, die Einnahmesituation und die Ausgabensituation zusammenzubringen und dass Sie auch schauen, wie man Personalkosten senken kann. Tun Sie doch nicht so, als seien das nur Probleme, die wir hier in öffentlichen Haushalten oder im Landeshaushalt haben, meine Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss und will sagen, es war ja keine Erfindung, die 1%-Regelung war ja keine Erfindung der Hessischen Landesregierung, sondern das ist in anderen Bundesländern schon gemacht worden. Und ich will den Kollegen Rudolph noch einmal am Ende zitieren aus der 148. Sitzung vom 19. November 2013. Da dachte er noch, dass er auch in diese Regierung eintritt. Da sagt er, das ist ein kleiner verfahrenslenkender Hinweis, dass sich die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz möglicherweise auch ihre Gedanken zur Finanzierung eines Landeshaushaltes gemacht haben. Ganz genau, Herr Kollege Rudolph, die haben wir uns auch gemacht. Und da nehmen wir Rückgriff auf Ihre Aussagen und auf das, was in anderen Bundesländern geschehen ist.
Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach der zweiten Lesung vom Dienstag haben wir nochmals versucht, die Koalitionsfraktionen CDU und GRÜNE angesichts der Proteste und der verheerenden Stimmung unter den hessischen Beamtinnen und Beamten zur Einsicht zu bringen. Es wäre nämlich angebracht, dass der Nullrunde von 2015 nun endlich den selbst ausgehandelten Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten, Sie gehen ja diesen Sonderweg hier in Hessen als einziges Bundesland, zu übernehmen. Und der sieht immerhin Tariferhöhungen von zusammen 4,4 % vor. Wir haben am Dienstag in der abendlichen Innenausschusssitzung nochmals beantragt, statt der vorgesehenen mageren 1 % die Besoldung um 4,4 % zu erhöhen. Und weil die Koalition sich ja nach den Protesten der Beamten für eine sogenannte soziale Komponente, ich setze hinzu, aus der Portokasse verständigt hat, haben wir ebenfalls beantragt, diese lächerlichen 35 € auf 150 € pro Monat anzuheben. Das wäre nämlich angebracht und auch vernünftig. Aber mit der Vernunft ist das bei der schwarz-grünen Koalition, wie Sie wissen, so eine Sache. Die Koalition, aber auch die FDP haben dies alles abgelehnt. Bei der öffentlichen Präsentation ihrer sozialen Komponente aus der Portokasse, also der Koalition, also der 35 € mehr für zwei Jahre, haben sie zudem kräftig mit Nebelkerzen geworfen. Die erste Nebelkerze haben wir gerade wieder erlebt. Dies wären 420 € im Jahr mehr. Das soll natürlich suggerieren, es gäbe dieses Jahr 420 € mehr. Real sind es aber nur 210 €, weil die Besoldungserhöhung ja erst zum 01.07.2016 vorgenommen worden ist. Und weil Herr Heinz in dem Zusammenhang eben gerade von einem Sockelbetrag gesprochen hat, will ich Ihnen an der Stelle sagen, das wäre ja schön, Herr Heinz, wenn es ein Sockelbetrag wäre. Aber lassen Sie sich von einem Gewerkschaftssekretär einmal erklären, ein Sockelbetrag ist die Grundlage, auf der eine Prozentsatz aufbaut. Da wären wir nicht bei 2 und plus. Wenn es ein Sockelbetrag wäre, ja 35 €. Nein, es ist ein magerer Mindestbetrag. Also so viel zur Begrifflichkeit zu dem, was Sie hier gesagt haben. Aber die zweite Nebelkerze, die finde ich noch viel interessanter, die geworfen wurde im Zusammenhang mit der Pressepräsentation dieser mageren Regelung. Das war gleichzeitig die Ankündigung, ab 2017 die Arbeitszeit von 42 auf 41 Stunden zu reduzieren. So, also es wurde der Zusammenhang hergestellt, die magere Besoldungserhöhung von 1 %. Und es wurde bewusst das Bild gestellt, dafür kriegen Sie ja dann im nächsten Jahr eine Stunde mehr. Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen das gleich an dieser Stelle sagen. Ja, weniger Arbeitszeit. Danke schön. So, aber das Gegenteil ist der Fall. Alle Beamtinnen und Beamten haben die Aussagen, ab 2017 werde die Arbeitszeit um eine Stunde reduziert, natürlich so verstehen müssen, dass ab heißt ab Jahresanfang 2017. Aber viel entscheidender finde ich, dass Sie jetzt so tun, als ob diese Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde eine soziale Wohltat wäre. Das ist sie nämlich nicht. Ich will erinnern, die CDU-Koch-Regierung hat im Jahre 2004 die Arbeitszeit aller Beamtinnen und Beamten in der Operation Düstere Zukunft einfach einmal hochgesetzt, und zwar ohne Lohnausgleich. Wenn Sie nächstes Jahr also nach über 12 Jahren eine Reduzierung um eine magere Stunde vornehmen, dann ist das keine Wohltat, sondern eine viel zu geringere, längst überfällige Rückgängigmachung einer schreienden Ungerechtigkeit. Einer schreienden Ungerechtigkeit, Herr Bellino. Nun haben Sie nach den Protesten der Beamtinnen und Beamten und auch der der kommunalen Arbeitgeber eine sogenannte soziale Komponente von mindestens 35 € neu ins Gesetz aufgenommen.
die ich als Wohltat aus der Portokasse schon bezeichnet habe, und für die Sie zusätzlich 2,5 Millionen € aufwenden. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen zum Schluss einmal Folgendes vorrechnen. Die zusätzlichen 55 Stellen bei der Unsicherheitsbehörde Verfassungsschutz kosten Sie 3,3 Millionen € schon mehr als die sogenannte soziale Komponente. So, hier sieht man also, der Schwerpunkt der Beamtenpolitik liegt daran, Herr Bellino. Herr Kollege Schaus, Moment, meine Lieben, Moment, Herr Kollege Schaus, Sie müssen dann langsam. Moment, Herr Kollege Bellino, bitte. Einen Moment, bitte. Der Kollege Schaus hat das Wort, aber ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen wegen der Redezeit. Das kostet Sie 3,3 Millionen €, diese 55 Stellen, und damit mehr als das, was Sie zusätzlich ausgeben für 100.000 Beamtinnen und Beamte. Da sehen wir, wo die Schwerpunkte dieser Politik liegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Wedderbeuth. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bitte, sich wieder zu beruhigen, auch in den Zwischenrufen und Zurufen und freundschaftlichen Hinwendungen etwas zurückhaltend zu sein. Das Wort hat der Innenminister, Wedderbeuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein paar wenige Bemerkungen nach dieser Debatte und werde Herrn Kollegen Schaus nicht den Gefallen tun, über das Stöckchen, was er hingehalten hat, hinwegzuspringen. Ich greife, Herr Kollege Schaus, einen Begriff von Ihrer Rede auf, der sich mit dem Thema Vernunft beschäftigt. Und da muss ich sagen, Vernunft wird in der Koalition aus CDU und GRÜNEN, finanzielle Vernunft für den Landeshaushalt wird anders interpretiert, als Sie das gemacht haben. Sie haben einen Antrag hier vorgelegt, der am Ende den Beamtinnen und Beamten in unserem Lande alles verspricht, was man sich nur vorstellen kann. Vor allen Dingen aber eine für das Land nicht leistbare Zahlung von Mitteln in Höhe von 500 Millionen €, die Herr Kollege Frömmrich gerade eben schon einmal dargestellt hat. Wenn wir beschließen würden, was Sie hier als Antrag vorgelegt haben, dann würden wir im Jahre 2016 120 Millionen € mehr ausgeben und im Jahre 2017 241 Millionen € mehr ausgeben. Und das würden wir dann in jedem weiteren Jahr ausgeben müssen. Und das ist finanzielle, haushaltswirtschaftliche Unvernunft. Und insofern können wir dem nicht nachgeben, was Sie dort beantragt haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in dieser Koalition, in dieser Wahlperiode damit beginnen wollen, generationengerecht zu handeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nur so viel Geld ausgeben wollen, wie wir einnehmen. Und das ist schon eine große Herausforderung für uns, genau das zu erreichen. Und dieses Thema Generationengerechtigkeit ist auch das, was uns bewegt bei dieser Besoldungsfrage. Wir wollen einen Beitrag am Ende dazu leisten, dass die jüngere Generation in Zukunft noch selbstverständlich dieselben Gestaltungsmöglichkeiten hat, wie wir das heute, wie wir Abgeordnete des Hessischen Landtages im Jahre 2016 das selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen. Und um das zu erreichen, deswegen müssen wir auch bei der Frage der Besoldung eine entsprechende Begrenzung vornehmen. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgezeigt, wie das gelingen kann. Und, meine Damen und Herren, es ist hier der Professor Battis aus der Anhörung und aus seinem Gutachten für den Deutschen Beamtenbund mehrfach zitiert worden. Ich will Ihnen zumindest ganz kurz vorhalten, das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgegeben, dass wir nach einem gewissen Prüfungsmuster, nach Prüfungsschemata vorgehen, um eine korrekte Besoldung am Ende noch für die Beamtinnen und Beamten des Landes zu bezahlen. Und dieses Prüfungsschema geht von Indizes und von mathematischen Parametern aus.
Wie es dann einem juristischen Gutachter wie Herrn Prof. Battes gelingt, zum Ergebnis Verfassungswidrigkeit zu kommen, ohne in seinem Gutachten oder bei der Anhörung hier im Hessischen Landtag auch nur eine einzige Zahl vorgetragen zu haben, auch nur eine einzige Berechnung vorgetragen zu haben, das zeigt schon sozusagen, wie, Entschuldigung, halbseiden dieser juristische Vortrag war. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Dass die öffentlichen Arbeitgeber, ach, wissen Sie, Herr Kollege Rudolph, der Kollege Prof. Battes war sich auch nicht so schade, hier in der Anhörung von Dreistigkeit und Ähnlichem zu sprechen. Ich finde, wenn er sich auf diesen Weg, auf diese Ebene begibt, dann muss er das ertragen können. So, lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Dass die öffentlichen Arbeitgeber hier auseinanderfallen, das sehe ich am Ende nicht so. Gleichwohl ist es in der Debatte bzw. in der Anhörung vorgetragen worden. Aber wenn man es einmal korrekt zurückführt, dann ist das auch nicht völlig unverständlich, weil der kommunale Finanzausgleich im Grunde genommen dort einen Beitrag dazu leistet, dass es der kommunalen Seite der Mehrbedarf, den sie haben, eben auch aus Besoldungserhöhungen am Ende ausgeglichen wird. Der scheint am Ende auch das Interesse sozusagen, sich in eine solche Auseinandersetzung mit den eigenen Beschäftigten zu begeben, sozusagen dann dafür gesorgt zu haben, dass sie das nicht mit dem letzten Nachdruck machen. Ich bin der Auffassung, dass wir eine vertretbare Besoldungserhöhung hier vorgeschlagen haben, die den Interessen der Beschäftigten, der Beamtinnen und Beamten, genauso in den Abwägungsprozess korrekt einbezogen hat, wie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen wie die Interessen der künftigen Generationen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist beantragt worden namentliche Abstimmung. Wir treten in die namentliche Abstimmung ein. In der dritten Lesung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016. Und wir beginnen mit dem Aufruf. Bitte antworten Sie klar und deutlich. Da hören wir es noch besser. Kollege Lotz beginnt. Ulrika Alex, Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Beer, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Barbara Cardenas, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Gremmels, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann,
Dr. Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May. Gerhard Merz, Markus Meisner, Klaus-Peter Möller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Willi van Ooyen, Handan Özgüven, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt. Moment mal, meine Damen und Herren, ich bitte doch, mit Ja oder mit Nein zu antworten, sonst werden wir es nicht. Also, Kollege Schaus war Nein, bitte das korrekt zu machen. Norbert Schmidt. Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Peter Stephan, Ismail Tippi, Tobias Utter, ja, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Bettina Wiesmann, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, ja. Gut. Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, ja. Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, hat jeder seine Stimme abgegeben, der hier im Raum ist? Abgeordnete, gibt es noch jemanden, der nicht der Fall? Dann schließe ich den Wahlgang. Bitte auszuzählen.
aus. Schön, ganz ruhig bleiben. Sie noch etwas gleich haben. 59, 59. Du hast diesen Test, bitte. 12. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 108 Kolleginnen und Kollegen haben sich an der namentlichen Abstimmung beteiligt. Mit Ja für den Gesetzentwurf haben 59 gestimmt, mit Nein haben 49 gestimmt. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldungsversorgung in Hessen 2016 in dritter Lesung beschlossen und zum Gesetz erhoben.